großes Kino aus Hamburg. Am Dienstag feierte aus dem Nichts Premiere im Cinemax Dammtor. Und auf dieses Paar hatten die Fotografen gewartet. Hauptdarstellerin Diane Kruger und der Hamburger Regisseur Fatih Akin. Der ist eigentlich der bekannteste deutsche Filmemacher im Ausland im Moment. Also komischerweise kennt ja außerhalb Deutschland niemand, weder Til Schweiger noch Schweighöfer. Das sind ja alles No-Names. Und man kennt eigentlich heutzutage, außer den Klassikern, das heißt Wenders und Schlöndorff, die noch leben, und Margarete von Trotter, kennt man eigentlich nur noch Fatih Akin. Aus dem Nichts erinnert an die NSU-Morde und holt die Geschichte in Akins Heimat nach Hamburg-Altona. Diane Kruger spielt darin eine Frau, deren Mann und Sohn bei einem Bombenanschlag ermordet werden. Wo die Berichterstattung der Presse meist endet, macht aus dem Nichts weiter. Was ich so berührend an dem Film fand, ist, dass es eigentlich ein Film über Trauer ist und wie die Opfer, die Hinterbliebenen, damit umgehen. Und das hat mich unheimlich berührt, weil ich finde, wir sind oft, Terrorismus ist oft auf Nummern mittlerweile reduziert. Na, 10 Tote, 150 Tote, und man weiß selten was von den Menschen, die damit leben müssen, hinterbleiben. Diane Kruger schafft es, diese Trauer fast körperlich spürbar zu machen und erhielt für ihre Rolle beim Filmfestival Cannes den Preis als beste Hauptdarstellerin. Aber aus dem Nichts will noch mehr sein. Sie werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir. Also kann man aus dem Ding einen Thriller machen, ne? Kann man daraus so wirklich so, aber wirklich Thriller, so Hitchcock-mäßig, ne? So, dass der Zuschauer einfach am Ball bleibt und dass du ihn so bei der Stange hältst und sowas, ne? Und das waren dann so die Möglichkeit, dass ich einerseits so mit Thriller-Elementen arbeiten konnte, aber auch mit dieser Autorenschaft. Dennoch, ein Suspense-Thriller ist der Film nicht geworden. Dafür ein packendes, hochaktuelles Drama, in dem Hamburger ihre Stadt wiedererkennen werden. Aus dem Nichts läuft ab Donnerstag in den Kinos und soll im nächsten Jahr ins Rennen um den Oscar für den besten ausländischen Film gehen. Wären Sie bereit für einen Oscar? Ja, also Geschenken Gaul schauen wir nicht ins Maul, ne? Also wenn ich den kriege, dann nehme ich ihn mit.